So, die liebe Fenneke Luna hat mir ein Spiel spendiert, eigentlich zwei. Ich weiß nicht, ob wir beide schaffen, aber wir fangen auf jeden Fall mit einem an. Wir fangen an mit Is Simon There? Und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich weiß, es ist ein Horrorspiel, weil ich die Beschreibung gelesen habe. Also, weil ich gelesen habe, was da im Titel steht. In den Keys steht. Also, mehr weiß ich auch nicht. Ich weiß, es ist ein Horrorspiel. Ja, ich habe keine Ahnung, wer Simon ist, wohin sein könnte oder ob er da ist. Das ist, glaube ich, die große Frage. Und dann schauen wir mal. Hi, ja, wie geht's? So, wollen wir mal gucken. Wollen wir es auf Italienisch machen, dass wir so gar keinen Plan haben, was passiert? Nee, vielleicht gehen wir doch mal auf Deutsch. So, wir gucken, ob Simon da ist. Dieses Spiel hat blinkende Lichter. Dieses Spiel bietet auch eine intensive Horrorumgebung. Bitte gehen Sie auf eingefahren vor, also aufpasse. Wir sind ja ab 18, also ist okay. Ja. Das hat so ein bisschen was von der Optik oder vom Flair her von, oh, wie heißt das? I'm on Observation Duty. So von dem engen Gang mit den Bildern. Einstellungen. Muss man eigentlich nichts einstellen, ist wie Sync an. Eigentlich brauche ich das ja gar nicht mehr bei dem Computer. Ganze Bildschirm, Bildschirmauflösung, Textqualität, das passt eigentlich, glaube ich, alles. Spiel starten! Let's go, gucken. Vom Anfang, wir haben noch gar nicht gespielt. Finden Sie Kopfhörer? Habe ich? Spielen ist dunkel. Schwierig, weil dann funktioniert mein Tracking nicht mehr. Ich habe mein Ringlicht an. Dauert 40 Minuten, ja, das ist doch super. Rein automatischen Kontrollpunkt. Ich habe den Rest nicht gelesen. Irgendwas mit 50%. Nee. Nee, hier ist nicht Simon. Wer ist Simon eigentlich? Ich kenne keinen Simon. Obwohl, ich hatte, glaube ich, mal Yes, einen in der please. Klasse. I'm looking for Simon. Is he there? Nein. Ich gehe mal unten fragen, ob einer Simon heißt. Warte. Scherz. Oh ja, viele Bücher, das gefällt mir. Aber wieso ist der Wecker auf dem Bücherregal? Ah, okay, wir können spielen. Oh, wir haben Kopfschmerzen anscheinend. Was? Elmar Stanis? Stan Trotsky? Ah, das ist derjenige, der das erstellt hat. Was war denn den Wecker aus? Mann, der ist ja. Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich bin so klein oder der Schrank so groß? Weiß nicht. Ich sehe doch ein Kaninchen. Ja, mal klein, der Simon. Nee, ich bin gar nicht Simon. Warte. Wer bin ich? Ich bin ich. Ja, dann ist ja klar, dass ich da nicht rankomme. Hä? Ist hier nicht ein Stuhl? Kann ich nicht einmal die Bank verschieben oder? Nee. Ja, gleich Sport nach dem Aufstehen. Da hier gar nichts. Lass mich da rein. Da bin ich ausgesperrt. Oh, was ist denn hier kaputt gegangen? Ich sehe kaputte Sachen. Ach, da, die Wand. Jetzt hab ich die Wand abgeschlagen. Bruchbude. Ich hoffe, das ist nicht mein Haus. Küche. Hier ist eine Küche. Dann kann ich einen Stuhl. Yes, ich snack mit. Oh, ich nehme den Wippestuhl. So schön gar nicht gefährlich. Ich habe einen schönen Stuhl. Wir können auch hier bleiben. Da klingelt der Wecker nicht. Wer hat da Telefon? Das ist auch weird, dass das Telefon am Tisch steht. Auch ohne Kabel. Das sollte nicht funktionieren. Das wird wahrscheinlich aber nachher funktionieren. Nehme ich mal ganz stark an. Was haben wir hier? Oh, lecker Abendessen. Wir können Tee kochen. Ja, noch alles, was wir brauchen. Noch mehr Tabletten. Sicher, Mikri auf jeden Fall keine Kopfschmerzen. Kaffee, Zucker, Messer und Schlüssel. Hallo, du, nimm den Schlüssel mit. Du warst in einem Haus. Auf, war noch so. Auf, ich mein Haus. Ja, aber das ist kaputt. Ich will kein kaputtes Haus. Ich will schon, wenn dann, ein ganzes Haus. Weil ich bin nicht einfach bei meinem Kollegen eingepennt. Ich habe auf der Couch geschlafen. Vielleicht versuche ich ja, keine Ahnung, den Simon. Der ist nicht da. Wir haben Party gefeiert. Der ist einfach fortgegangen und jetzt sitze ich in Simons Bude. Und weiß gar nicht so, was so wirklich passiert. Einfach mal in Simons Bude aufgewacht. Achso, ich war gerade. Wie stelle ich den Stuhl hin? Er stellt den voll alleine hin. So, danke. Jetzt fühle ich mich groß. So ist das schön. Das ist auch eine schöne Aussicht. Okay, was hat er eigentlich so im Regal? Kennen wir irgendein Buch? Was haben wir denn so Spannendes? Doll? Hide me.
Fantastic. Nein, es sind echt coole Bücher. Maze. Das ist Maze von da wahrscheinlich. Gibt es ein Buch von? Wahrscheinlich. Ah, hast du, okay. Das ist auch schon spannend. Die Bücher sind eigentlich immer ganz nice. Oh, der die gleichen Bücher hier drüben hier nochmal. Der die Bücher doppelt gekauft. Die dreimal gekauft. Hey, sowas fällt halt eigentlich legit nicht auf, wenn man da nicht hinguckt. Das ist süß. Das Bild ist knuffig. So, gehen wir mal gucken, ob wir Simon finden. Ist verschlossen, okay. By the way, wir sind hier aufgewacht. Ich sehe verdächtig wenig Telefone. Wer hat uns angerufen? Das Telefon ist in der Küche. Sind wir rübergerannt, haben telefoniert und haben uns dann auf die Couch gepfeffert. Wir haben einfach die komplette Dose Kopfschmerztabletten genommen. Kommen immer noch nicht rein. Einfach Tür eintreten. Ah, ich sag doch, das Telefon funktioniert. Du solltest nicht funktionieren, du bist nicht verkabelt. Nö, ist immer noch nicht da. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Der hat sich irgendwo versteckt. Der hat mich hier einfach in seiner Bude sitzen lassen. Der hat mich eingesperrt. Ich rufe die Polizei. Das ist Freiheitsberaubung. Kühlschrank aufmachen? Nee. Ich habe immerhin Suppe oder was das. Ah nee, das ist ein brauner Deckel. Ich dachte, das wäre eine braune Grütze in dem Topf. Aber ich habe vielleicht hoffentlich was zu essen. Ich habe Kaffee, also für eine Weile kann ich es aushalten. Ich kann die Schlüssel immer noch nicht nehmen. Und jetzt? Die Uhr angucken. Boah, ist ja schnell. Die Zeit vergeht ja aber ratzfatz. Bleibt sie auf 4 oder geht sie auf 5? Bleibt noch 4. Die Uhr ist kaputt, die will ich zurückgeben. Oh, ich hab's dunkel gemacht. So sehe ich aber nichts, das ist schwierig. Okay. Immer noch nicht offen. Ich werde so lange probieren, bis die Tür aufgeht. Oh, wer klopft da? War das die Tür? Simon, du kommst nicht rein, du hast mich ausgesperrt. Nee, andersrum. Du kommst nicht rein, du hast mich eingesperrt. Nee, die hat nicht geklopft. Klopft einer ans Fenster? Sieht nie so aus. Ist neblig draußen. Es nebelt ein wenig. Dann kam's von hier. Ja. Schließ das Fenster, bevor es kalt wird. Oh. Oh. Ja, Simon, geht's dir gut? Ich glaube, Simon geht's nicht gut. Ah, wir können. Shift. Achso, sprinten ist nicht. Ja, wo soll ich denn hinsprinten? Poch, poch. Hier jetzt einer an dem Fenster? Nö. An der Tür? Es pocht jemand. Oh, fucking Telefon. Simon ist nicht hier. Hi Liz, wie geht's dir? Weißt du, wer Simon ist? Oder wo Simon ist? Er ist anscheinend ja nicht zu Hause. Dude, wir probieren das gleich. Oh, jetzt komm, komm, geh auf. Was in meinem Schrank ist eine Waffe? Finde es. Was für ein Schrank. Hier sind viele Schränke. Kann ich ihn dann hauen? Bei ihm kriegen wir eine Waffe. In meinem Schrank. Schlafzimmerschrank? Ah, guck. Jetzt geht die Tür auf. Wir können sogar Licht anmachen. Dude, warum hast du ein Regal da stehen? Das ist doch so. Da musst du doch dagegen laufen. Das haben wir hier auch mehr. Können wir ein bisschen malen? Noch mehr malen. Ein Kinderbett. Scheiße, ich muss. Das ist mein vernünftig. Oh, ja. Ach so, da steht jemand. Hallo, ich hab dich nicht gesehen. Du bist so gut versteckt. Gehst du weg? Ich will dich einfach einsperren. Mach die Tür zu, Dude. Hallo? Vielleicht ist das ja Simon. Aber der macht die Tür halt einfach nicht zu. Okay, dann gehe ich halt wieder. Kannst du ihm die Tabletten geben? Bleibt jetzt da stehen? Gut. Hallo, wieder gemacht.
Obwohl ich. Ah, funktioniert das schon wieder nicht, sorry. Wait, er war noch da, oder? Kann ich hier mal das Licht ausmachen? Ja, tschüss. Wenigstens die Tür will ich zumachen. Kannst du einen Stuhl da vorstellen oder so? Nee, warte mal, die Tür geht nach hinten auf, das wird nichts. Ganz mal ein Kiefer schon nicht, ja. Nee, ich hab nichts gehört. Oh nein, jetzt hast du das Licht ausgemacht, hä? Stromausfall? Oder war ich kurz blind geworden? Oh, jetzt ist die Tür auf. Oh, hab ich eben erschrocken. Aber das war eben passend. Aber der war ganz schön schnell von da hinten hier vorne. Einfach an mir vorbeigerannt, oder wie? Geht die Tür zu? Nee, sie bleibt auf. Was, wenn ich dieses Haus ohne Jacke verlasse, friere ich draußen? Dude, ich glaube, das Frieren ist dein geringstes Problem. Wer hat meine Tapete geklaut? Nee, jetzt. Nee, ist hier falsch rum? Hey, Liz hat die Tapete geklaut. Oder? War die Tapete eben auch so kaputt und schief und falsch rum? Wer hat die Tapete einfach falsch rum an die Wände gemacht? Wo könnte deine Jacke sein? Wahrscheinlich an dem Wohnzimmer. Vielleicht hat sie ja Simon da hinten. Dann können ihn ja mal fragen, er war ja am Schrank, weil ich hatte sie ja gesehen. Da, ist das da? Ne, das ist eine Decke. Du kannst die Decke doch nehmen. Nimm die Decke anstatt eine Jacke, geht doch auch. Du musst ja nicht weit, oder bist du irgendwo mitten im Nirgendwo mit deiner Bude? Machst du wieder an. Ne, der steht noch da. Hey Dude, hast du meine Jacke gesehen? Der lässt sie da auch nicht dahin. Oh, wer ist das denn? Da ist ein schönes Mädchen. Ja, das mit der Jacke, das wird, glaube ich, ein Problem. Ich sehe verdächtig wenig Jacken. Ich bin einfach nur blind, das kann auch sein. Sieht aus wie ein großer Tapper. Schon ein bisschen. Was ist einfach nur so weißes, zusammengeknülltes Etwas? Oh, jetzt habe ich. Was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Hast du so schnell weg? Oder einfach nur. Achso. Ich kann es nicht ausmachen. Das hilft mir aber nicht in meiner Jackensituation. Ist sie hinterm Schrank? Hinter der Tür, nicht hinterm Schrank. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Kann ich jetzt anrufen? Ah, ich kann jemanden anrufen. Telefonjoker. Es gibt keine Jacke. Das ist ungünstig. Und der Telefonjoker ist auch weg. Ja, kein Wunder, ist immer noch kein Kabel an dem Ding. So ein altes Telefon, das braucht ein Kabel. Das weißt du gar nicht. Es braucht eins Kabel für Strom und so eine Verbindung zum Telefon halt. Zur Fritzbox? Nee, nicht. Heißt das auch Fritzbox für die Telefone? Es muss verbunden werden auf jeden Fall. Ah ja, ich friere draußen, aber ich will mich hier mit dem Kerl eben ärgern. Du hast deine Prioritäten komplett falsch gesetzt, Dude. Kann immer noch nicht rein. Boah, ich war doch gerade in der Küche, irgendwie will zurücklaufen. Ja, ist ja gut. Hi, yes, please. I'm looking for Simon. Ja, der steht da hinten, aber der will nicht mit mir reden. Na, bin ich doch Simon. Am Ende ist keiner von uns Simon. Finden Sie heraus, wer im Haus ist. Ich frag den jetzt einfach, oder wie hast du dir das vorgestellt? Der will nicht mit. Oh, er ist weg. Oh, guck mal, der hat eine. Halt. Fragezeichen? Ich soll mich verstecken oder er versteckt sich? Er ist größer. Kann ich unter ein Bett gucken? Kann ich crouchen? Hm. Anscheinend nicht. Okay, dann wird er vielleicht nicht unter dem Bett sein. Ich vermute es mal. Aber der ist schnell. Ist er auf dem Schrank? Hm. Aber der ist sehr schnell. Der ist hier ratzfatz an mir vorbeigerannt. Sehe ich nichts. Ah, ich habe eine Taschenlampe. Okay, das hilft schon mal. Jetzt sehe ich wieder was, jetzt okay. Kann ich nicht wieder anmachen?
Der Schlüssel zur Waschküche in der Küche. Ach ja, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen und darf ihn jetzt wahrscheinlich erst aufheben. Er leuchtet auch so ein bisschen blau. Hier leuchtet alles so ein bisschen blau, was ich sammeln muss. Das macht es alles ein bisschen leichter. Wer klopft da? Keiner da. Geh weg. Ich kaufe nichts. Oh, ach, die Tür geht auf. Behind you, ja? Wirklich? Lüg nicht. Ein Spiegeleisen nehmen, kann ich ihm nicht hauen. Wäre eine Uhr. Mein Mann hat die drei Zeiger. Und jetzt? Licht. Was? This is all you? Your fault. Das ist alles deine Schuld. Aha. Okay, ich kann einen und ausmachen. Warum bin ich hier? Weiß ich nicht. Weißt du, wo Simon ist? Ist das ein Rätsel? Oh, es ist ein Rätsel. Ich muss das alles aufs Grün wahrscheinlich bringen. Yay, Rätsel gelöst. Was ist das? Was ist das? Ah, das ist... Ah, vom Bild? Wait, auf dem Bett ist noch ein Stück Bild. Was? Oh, deine Schuld. Ja, schön. Mein oder Simons? Haben wir irgendwo einen Text? Hm. Aber wir haben noch ein Stück Bild. Auf dem Bett ist noch ein Stück Bild. Bitte, ist das der Simon? Das ist eine Simone. Ich suche mir ja keinen Simon, sondern eine Simone. Ich sag den Namen doch falsch. Klopft da? Wo klopft es eigentlich? Obwohl, es ist, glaube ich, kein Fenster klopfen. I'm going to rip you apart. Ich werde dich in drei Stücke reißen. Als Licht wieder ausgemacht. Ist gemein. Mach ich mir meine Taschenlampe? Das ist alles aus. Mann, wieso ist hier... Achso, weil die Lichtschalter nicht angemacht habe. Guck mal, jetzt habe ich Licht. Steht hier noch irgendwas? Nö. Was macht der Stuhl hier? Ist der von da hinten der Stuhl oder ist der von hier der Stuhl? Wie viele Stühle hatten wir? Mir klopft keiner an die Fenster. Nö. Doch die Tür? Was? Million Leute kennen? Nee, ich habe schon genug mit einem zu tun. Ah, jetzt. Nee, doch. Hey, wer klopft? Wo klopft's? Im Kühlschrank? Ist jemand im Kühlschrank? Kann ich die benutzen? Ich mal. Komm, ich probiere nochmal die Polizei anzurufen. Weil ich geht ja jetzt jemand dran. Nee, nicht so wirklich. Der Schuh kriegt er auch nicht weg. Kann ich auch nicht benutzen. Oh, das war so klar. Nimm mir das Klopfen aufgehört. Aber er lässt mich auch nicht antworten. Oder wir sind stumm. Oh. Eventuell geht Simon nicht so gut. Oder Simone? Lass mich rein. Da hat jemand geschrien. Da ist jemand verletzt. Da blutet einer. Das hört sich sehr ungesund an. Wir ignorieren das aber trotzdem einfach anscheinend. Ich hier auf den Weg kämpfen. Jemand ist hier nicht so viel.
Platz, dass man irgendwo großartig sich verlaufen könnte. Ist das Bild? Das hat ihr, glaube ich, nicht gefallen, dass sie an das Bild wollte. Ah, ein Foto kommt zusammen. Dann brauchen wir noch zwei oder drei Teile. Oder eins, je nachdem, wie es geschnitten ist. Oh. Oh, Fernseher. Eigentlich ausmachen? Ja, ich glaube auch, bei dir im Haus stimmt was nicht. Hier ist auch alles ohne Kabel. Sollte alles nicht funktionieren. Ja, das muss halt an. Läuft halt einfach, was soll's. Hier komme ich auch noch nicht rein. Die hat sich echt wehgetan. Legen Sie mal das Telefon. Müssen einfach nur gucken, ob irgendwas Neues in dem Raum erschienen ist. Das macht es relativ einfach. Wir haben noch einen Stuhl. Hier ist ein Stuhl. So ein Wimmelbild. Wir können nicht einfach rausgehen. Nö. Ist immer noch zu kalt. Da schreit eine Frau, die ich eventuell vielleicht nicht kenne. Hier ist ein Dude, den ich eventuell vielleicht nicht kenne drin. Ah, jetzt geht die Tür auf. Ja, dann gehen Sie hinein. Da reingucken, ist das Klo? Taschenlampe geht auch nicht. Und jetzt? Gratulation, Sie schauen in einen Türspalt. Eventuell auf ein Klo. Oh, hallo, bist du Simon? Ich nehme das mal als Nein. Sterbe. Nee, habe ich jetzt eigentlich nicht vor? Du hättest eine Option gehabt, ich stand direkt vor dir. Eventuell willst du mich einfach nur erschrecken. So ein Prankster. Ist ein YouTuber. Er macht ein Video drüber. Wo ist an? Jetzt hat er das Licht ganz kaputt gemacht. Da stelle ich dir in Rechnung, mein Freund. Ah, der Fernseher geht noch. Dann ist ja okay. Der Sender ist seltsam. Da, ja, da, so weit waren wir schon. Irgendwo ein Fetzenbild. Oder irgendwas, was uns weiterhilft. Ich weiß auch nicht, wie uns das Fetzenbild weiterhilft. Wenn wir jetzt ein Bild zusammenpuzzeln müssen. Umschalten kann ich Kanal auch nicht. Fernbedienung gibt es auch nicht. Gleich ruft wieder einer an und fragt nach Simon. Das kann ich immer noch nicht. Frisst der gerade ein Mikrofon? Mal schön ins Mikrofon beißen. Ah, guck mal, Licht geht wieder. Ist auch schon später geworden, jetzt haben wir gleich 12. Oh. Hi, ja. Anrufen kann ich immer noch nicht. Hier gibt es auch nichts Neues. Oh. Jetzt lass das Licht in Ruhe, mein Gott. Ah, jetzt kann ich. Ah, jetzt kann ich ganz da rein. Das Klo. Guck mal. Oh. Ist das Sophie? Simon? Simone? Das sieht ungesund aus. Ich nehme an, dir geht's nicht mehr gut. Okay, war das Hallus? Wir hätten nicht so viele Tabletten nehmen sollen. Hing ich nur da? War ich das? Sollte ich das gewesen sein? Was ist das? Ein seltsames geformtes Objekt. Was ist das? Na ja, gut, dann sind wir schon auf einer Wellenlänge. Bin ich auch keine Ahnung, was das ist. Ein Tresor. Was sucht der hier? Nur eine Zahlenkombi. Mit dem Klo. Nö. Ah, da haben wir einen Zettel. Ich wollte die lesen. Ich habe mich geschnitten. Ich blute auf dem Boden. Ich weine. Was passiert? Verändert. Was? Ich habe mich geschnitten. Ich blute auf dem Boden. Ich weinte. Was passiert ist, hat mich komplett verändert. Hat schneiden? Hast du dich beim Rasieren geschnitten? Oder was? Aber kein Spiegel. Der ist schwierig. Dann hast du dich wahrscheinlich beim Rasieren geschnitten ohne Spiegel. Wait, wait. Das war eine Frau. Suchen jetzt immer noch Simon oder Simone? Ich bin etwas verwirrt.
Ich bin auch verwirrt, warum hier ein fucking Tresor im Bad steht. Sind wir ein Panzerknacker oder wie? Aber es ist vielleicht gar nicht unsere Bude. Vielleicht ist es Simons Bude und wir sind hier nur übernachtet. Was kann ich jetzt mit diesem Ding machen? Den Fernseher wahrscheinlich nicht reparieren. Decke kriege ich auch nicht ab. Nicht. Es leuchtet. Ah! Ach, das war. Also was ist das für ein komplizierter Koffer? Was ist das? Eine dünne, gefaltete Jacke. Nimm das Beste. Ah, ich habe doch eine Jacke. Das Haus verlassen. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Mir wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil es eine gute Idee ist. Gute Ideen funktionieren ja nie in einem Horrorspiel. Einfach gehen. Es sind ja keine Zombie-Hunde draußen oder so. Ja, dann geh. Auf Wiedersehen. Ja gut. Haben wir ein Licht? Nö. Ein dunkler Gang ohne Licht. Super. Aber einen Stuhl haben wir. Ist doch schon mal etwas. Und jetzt haben wir auch Licht. Checkpoint. Yay, wir haben Checkpoint. So, die Hälfte. Was haben wir? Das ist alles meine Schuld. Simon ist weggelaufen, wir sind dran schuld, haben uns gestritten.